Hallo und herzlich willkommen zu Veronikas Seelenzauber. Es freut mich sehr, dass du wieder mit dabei seid. Es ist natürlich wieder Zeit für den Wochenausblick. Energetisch ist jetzt die kommende Woche kein besonderer Tag dabei, also weder irgendein Mond noch Portaltag noch sonstiges. Aber die nächste Portaltagsserie im März wird dann sicherlich auch sehr interessant und ich sage auch von den Energien her, die haben momentan so transformatorisch, dass die Energien einfach von Haus aus sehr, sehr hoch sind und mir da unheimlich viel mitnehmen können und sich da unheimlich viel entwickelt, sehr viel im Innen momentan auch noch. Und ja, das wird jetzt nach und nach, wie gesagt, ins Außen übersetzt. Und ja, wir haben ja immer nur in einer Zeit, wo es darum geht, das Pflänzchen zu stärken, sage ich jetzt mal. Und das ist das, was ich da schon mal vorab mitgeben möchte, bevor ich jetzt reinschaue. Stärk deinen Glauben, stärk dich, stärk dein Sein. Red da gute Worte zu, sag ich jetzt mal, und sei da nett zu dir, weil das ist einfach momentan von der Zeitqualität immer noch sehr wichtig. So, meine Lieben, dann schauen wir jetzt natürlich mal rein, was die kommende Woche für uns bereithält. Okay, das ist jetzt ein bisschen ein komisches Bild für mich, habe ich jetzt so noch nicht gehabt. Ich sehe ein Fahrrad und da ist irgendwie so die Ketten rausgesprungen und du möchtest eigentlich losfahren, aber irgendwie bist du da gerade am Fummeln, dass du das wieder fahrtüchtig kriegst, sage ich jetzt mal. Was ist da los? Was ist passiert? Ah, okay. In meinem Bild ist es jetzt so, dass das Mädchen, das ich da sehe, einfach Bewegung ins Leben bringen wollte und einfach Veränderungen hervorbringen wollte und das im Außen wie halt auch im Innern. Und da hat das Universum mal eben dazwischen gefunkt, sag ich jetzt mal, und hat es ein bisschen lahmgelegt. Jetzt schaue ich einmal, warum. Zum einen geht es da um Geduld und um Vertrauen und dass das einfach nochmal auch gestärkt werden kann. Jetzt kriege ich es da auch. Du hast es einfach, besinn dich nochmal, geh nochmal in die Einkehr, schau nochmal bei dir rein und komm wieder ganz bei dir an. Und dann kannst auch losfahren, sehe ich gerade. Also so am Anfang der Woche ist wirklich dann nochmal so ein bisschen Rückzug, ein bisschen innere Einkehr, ein bisschen an Eremiten und einmal gucken, hey, was hat mir jetzt so die letzte Zeit die Welt reflektiert, was hat da mit mir zu tun? Schau da auch gern das Video, was ich über Spiegelgesetz gemacht habe. Das habe ich erst vor kurzem hochgeladen. Und das ist so am Anfang so ein bisschen Ruhe, ein bisschen innere Einkehr ist da wichtig. Und ich sehe aber, dass das dann recht flott doch Dienstag, Mittwoch schon losgeht, dass sie dann wieder auf dem Radl sitzt und fahrt. Sehr interessantes Bild mit dem Fahrrad. Und da liegen dann also Steine auf dem Weg. Aber da fährt die drüber oder dran vorbei, je nachdem. Schauen wir bloß das noch weiter an. Und sie fährt tatsächlich vom Schatten ins Licht. Also das ist jetzt auch sehr interessant. Es wird heller, es wird freudiger. Ich sehe jetzt auch, dass quasi umso mehr, umso weiter sie fährt, umso mehr fangen sie zum Grinsen an, umso mehr Vogerler sind da, umso mehr Blumerler sind da. Also meine Lieben, schaut's nochmal bei euch rein, macht's nochmal einen Eremiten sozusagen, kommt's nochmal zur Ruhe, zur Besinnung, so ein bisschen in die innere Einkehr. Vielleicht braucht's einfach bloß ein bisschen Erholung gerade und schaut's dann nochmal bei euch und holt's dann das raus, was da noch raus möchte sozusagen und dann ab aufs Fahrrad, in die Pedale treten, sozusagen Gas geben, aktiv werden. Und ich krieg's wirklich so ab Dienstag, Mittwoch rei, dass da was in Bewegung kommt, dass da irgendwas vorwärts geht und dass du dann, die Storner sagen mir einfach, das sind dann so neue Herausforderungen, die auf dich warten, die du aber überfahren wirst, also locker bestehen wirst und dann wird das Außen quasi immer freundlicher, immer sommerlicher oder frühlingshafter, sag ich jetzt mal. Und die Blumen gingen also auf. Also jetzt sehe ich also, wie die Blumen, die Blüten sich öffnen. Jetzt habe ich da wieder ein riesiges Bilderkonzert. Also
Die kommende Woche ist wirklich nochmal dafür da. Geh nochmal in dich und dann komm in Bewegung. Also geh in dich, schau einfach nochmal in Thema Selbstliebe, Selbstwert. Wo kannst du da dir selber noch Gutes tun oder wo ist vielleicht noch was, was du noch nach außen tragen möchtest, was du bisher noch nicht so gelebt hast? Und dann komm in die Gänge und gib Vollgas und ab hier in das schöne, sonnige, die schöne sonnige Landschaft. Also das habe ich sehr, sehr märchenhaft gerade da. Und da kommen dann wirklich schöne Dinge auf dich zu, neue Erfahrungen, neue Herausforderungen. Und ja, aber in die Pedale treten quasi musst du selber, also gehen darfst du selber. Und dazu ist wohl diese innere Einkehr am Anfang nochmal wichtig. Da hat das Universum einfach so ein bisschen ausbremst, dass du noch die Geduld lernst, dass du das Vertrauen noch stärken kannst, dass dein Glauben auch noch stärken kannst. Und was ich euch da mitteilen kann, wie ihr euch euren Glauben quasi noch stärken könnt. Ihr habt, wenn ihr jetzt in eurem Leben so guckt, dann gibt's da vielleicht einen Bereich, da läuft's, da ist alles gut, da kriegt ihr tolles Feedback, positive Resonanz, da ist quasi das Außen wunderbar. Und wenn es jetzt in einem anderen Bereich nicht so ausschaut, dann ist es schlicht dein Glaubensmuster, weil normal ist es so, dass alle Bereiche ähnlich sind. Und wenn es bei dir jetzt wirklich extrem ist, dass ein Bereich irgendwie total abgeht und der andere Bereich total brach liegt, dann stärk deinen Glauben mal mit Sätzen wie, es ist alles eins und wenn es da gut läuft, dann wird es da auch gut laufen. Und damit kannst du das so ein bisschen stärken und dann den anderen Bereich quasi auch ein bisschen pushen und glauben, dass auch hier eine Verbesserung möglich ist, dass eben alles möglich ist, dass du in jedem Bereich glücklich sein kannst und nicht bloß in einem. Und jetzt gucke ich bloß gerade, weil mir gerade noch die Eule kommt und immer auf deine innere Weisheit, deine innere Wahrheit besinnen und dir treu sein. Das kann auch nochmal was sein, was dir gespiegelt worden ist oder gespiegelt wird, wo du das vielleicht noch nicht tust, dass du dich noch kleiner redest, als du bist. Lass den Blödsinn, du bist groß, du darfst das kommunizieren, du darfst das leben. Sei dir selber treu, achte immer in der kommenden Woche drauf, dass du deine Wahrheit lebst und eben nimmer davon abweichst und das egal in welchem Bereich und egal wie, wo, was, wann. So, schau ich mal. Jetzt radelt es einen Berg hoch, das ist auch gut. Aber da geht's dann schon im März rein, spüre ich schon. Jetzt schau ich mal, was kriegen wir am Ende der Woche? Ja, da gut, da geht's im März rein. Ah, okay, dann wird quasi so. Kann ich euch jetzt schon mal mitteilen, werden wir dann im Märzausblick natürlich noch genauer gucken. Da geht es dann nochmal einen Berg hoch. Also da, das kann dann durchaus eventuell nochmal ein bisschen anstrengend sein. Berg hochfahren ist ein bisschen anstrengend, aber es wird dann mit jedem Schritt leichter, mit jedem, ja, es wird leichter und immer schöner, wenn sobald du da rauffährst. Also ich sag einmal, unten im Tal ist alles ein bisschen komisch, da ist es ein bisschen dunkler, aber wenn du dann da rauffährst, dann wird es ja immer heller, du kommst immer näher an die Wolken ran und da scheint dann auch die Sonne und auch der darfst du quasi folgen, sozusagen. Ja, jetzt sehe ich Fall alles an. Mach das. Fokus auf das Positive, meine Lieben, und dann Vollgas geben hier und das genießen und die neuen Herausforderungen nicht scheuen, sondern annehmen und ja, du kannst es schaffen. Und die haben wirklich, jetzt kommt die Eule wieder, die neuen Herausforderungen haben mit deiner Wahrheit, mit deiner Treue dir selbst gegenüber zu tun. Also bleib dir da treu und ansonsten stärke dich und genieß dann auch die neuen Erfahrungen, die du machen wirst. Also sag den Regenbogen, wo ich da sehe, die Vogeler etc. pp. Das sagt mir einfach, da kommen schöne Sachen auf dich zu. Jetzt sehe ich ja noch Geschenke regen. Ist immer schön. Und ja. Richte Radl und fahr los. Ist jetzt so mein zusammengefasstes, meine Zusammenfassung hier. Gut, dann meine Lieben, schauen wir mal in die Berufung rein. Um was geht's da? Auch hier kriege ich sofort das Wort stärken. Und du kannst es und sag dir dann nicht selber irgendwie, das wäre zu viel oder das ist zu krass oder zu groß oder zu was weiß ich oder du hättest die Zeit nicht oder den ganzen Blödsinn, den wir uns da gern vom Ego aufquatschen lassen und wir uns dann natürlich schlecht fühlen, anstatt dass wir da leicht und spielerisch dran gehen. Und das ist das, was ich für die Berufung reinkriege für nächste Woche.
geh da leicht und spielerisch dran, dann hast du genügend Zeit, dann wirst du sehen, dass du das kannst und dann siehst du auch, dass du stark genug bist und dass das nie zu groß wird für dich, weil es wird so groß, wie du auch groß bist und dann kannst du das auch schaffen, dann bist du da auch stark genug. Und ich sehe ja die neuen Möglichkeiten, die haben wir ja letzte Woche jetzt schon gehabt, dass du da schon an neuem ein bisschen geplant hast. Geh da die nächsten Schritte, also leg das nicht ad acta, sag ich mal, sondern geh da auch wirklich die nächsten Schritte, damit das entstehen kann, damit da was zustande kommen kann und da darfst du ins Tun kommen und dir wirklich sagen, dass du stark genug bist, da möchte nochmal so eine kleine Kraftreserve in dir entstehen, sag ich mal. Da ist noch, du bist da noch wesentlich stärker, als du denkst momentan und da darfst du dein Denken sozusagen ein bisschen umprogrammieren, weil dann kriegst du das alles noch besser gewuppt und dann hast du da auch wieder mehr Freude und Spaß dabei und das wirklich geht's da leicht und spielerisch dran von Moment zu Moment und dann habt ihr auf einmal einen elendslangen Tag und Zeit ohne Ende und auch Energie ohne Ende und da möchte wirklich nochmal so ein Energiepaket quasi entdeckt werden, sage ich jetzt mal. Und das ist supi, weil da kannst du natürlich auch wieder mehr leisten. Wobei ich das Wort leisten auch nicht mag, weil das schon sehr negativ angehaftet ist. Aber du weißt, was ich meine, denke ich mal. Gut. Also hier leicht spielerisch und dich auch stärken und dir deiner Stärke bewusst werden, dass du da mehr kannst, als du momentan wahrnimmst. Und dir das dann die Woche zeigen. Jetzt kriege ich Ende der Woche. Da tanzt jetzt einfach bloß so, wow, ich hab's geschafft und ich konnte es ja und da freust du dann so, dass du gesehen hast, okay, ich kann mehr, als ich gedacht habe. Und das ist wundervoll, das ist großartig. Und dann kann's Richtung März, da stapeln sich die Geldscheine. Also Richtung März wird das dann noch erfolgreicher werden, als es schon ist. Und ja, wirklich wachsen, wachsen, wachsen. Mit dir sozusagen. Und das ist toll, das ist logisch und einfach und schön und das gefällt mir sowieso immer. Und dann belassen wir es da jetzt mal in Sachen Berufung. Dann gucken wir mal für die Singles in die Liebe rein. Ah, okay. Das könnte jetzt mit der rausgesprungenen Ketten zum Tor haben, dass die da so selber quasi so wie sie ausbremst hast. Weil, wenn ich jetzt in die Liebe reingucke, da stehst du sofort da so da, so ungefähr. Ich weiß ja auch nicht, was los ist. Da frage ich jetzt ich einfach mal rein, was ist denn los? Ach, die liebe Geduld. Haben wir es schon wieder? Geduld, Vertrauen, Glauben, die drei. Handbegleiter dieser Zeit und ich krieg so richtig rein, du sollst da nicht rumstehen und die fragen, ja, wo bleibt denn da die ganze Liebe hier im partnerschaftlichen Bereich oder sonst irgendwie? Sondern geh doch einfach weiter und dann, da sicher dann auch Menschen stehen und die sicher jetzt auch ein Mann quasi steht, zu dem du dann hingehst. Wenn du jetzt ein Mann bist, dann tausch das einfach aus, weil ich sehe das halt so rum, weil ich eine Frau bin und auf Männer stehe, insofern. Tauscht dann einfach um. Also im Grunde, du stehst da und fragst dich so, ja, wo ist es denn, anstatt dass du weitergehst und das alles dir herholst, die ganze Ernte einfährst. Also geh doch bitte einfach weiter. Warum stehst du denn da rum? Und grübelst da drüber nach, wo das alles bleibt. Und da krieg ich so wirklich, schau, hör mit deiner Grübelei auf, hör mit deinen Zweifeln auf. Du bist richtig, wie du bist bereit, du bist mehr als bereit. Und jetzt kriege ich auch wieder Gänsehaut. Also, du bist fertig, du bist, wie soll ich es noch sagen? Ich habe es in den letzten Wochen Readings schon so oft gesagt. Geh weiter, hör auf mit deiner Grüblerei, hör auf mit Hingucken und irgendwie dann jeden Tag sagen, ja, heute Woche auch wieder nicht dabei. Das bringt dir nichts, das bringt deinem Weg nichts, das bringt niemandem was. Genieß einfach den Tag, schau einfach, welche Menschen dir so begegnen, geh da unbekümmert raus. Und hör da auf, dir Gedanken zu machen und irgendwie zu zweifeln, ob da an dir noch irgendwas unrichtig wäre. Bring deine Gedanken runter und das ist jetzt tatsächlich das mit der Ketten. Das haben wir jetzt nochmal ein bisschen besser erklärt, warum die Fahrradketten rausgesprungen ist. Einfach damit du nochmal zur Ruhe kommst und aufhörst mit diesem ständigen Zweifeln. Und dass du wirklich ins Vertrauen kommst, in den Glauben kommst und das Ganze nochmal stärken kannst jetzt in deinem Eremitendasein. Und dann geh aber auch vorwärts, weil dann wirst du hier
beschenkt. Ich red mich schon wieder um Kopf und Kragen hier. Ja, aber das, Entschuldigung, ich sag einmal, im Grunde ist jetzt den ganzen Februar schon eine ähnliche Leier immer hier im Kopf rumgewuselt, anstatt einfach vorwärts gehen. Und darum werde ich da langsam ungeduldig. Und ja, ich weiß, auch das ist Thema, also einfach vorwärts gehen. Und ja, es ist halt auch ein Prozess, ich sag einmal, das geht halt auch nicht von einem Tag auf den anderen, dass wir uns da hingeben und das Leben genießen und dann uns nicht ständig hinterfragen und nicht ständig irgendwie gucken und schauen, sondern einfach leben und dann, wenn ein Spiegel kommt, den anschauen und dann wieder weiterleben. Also, ja, achte da auch noch drauf, dass du dich nicht spirituell reizüberflutest, sag ich jetzt mal. Also, schau da nicht voll so Sachen an, wie das, was ich jetzt da gerade mache. Ich weiß, ich säge auf dem Ast, auf dem ich sitze, aber schau da nicht voll Orakel an, voll irgendwie andere Coaches etc. pp., sondern such dir da vielleicht zwei oder drei raus, die schaust da an und von den anderen nimmst du Abstand, weil da kann man sie auch gerne mal überfluten und dann kennt man sie gar nicht mehr aus und ist bloß nur im Kopf und das bringt's einfach nicht. Und es kostet ja auch Zeit, sag ich mal, wenn du dir da ständig solche Sachen anschaust. Also begrenzt es mal auf eine kleine Zahl, die du an einer Hand abzählen kannst, dann wirst merken, dass da besser geht, dass du auch nicht mehr so voll im Kopf bist und ja, dann fällt dir das leichter, hier vorwärts zu gehen. Jetzt schnauft sie so, ja, dann geh ich halt. Ja, dann gehst halt. Ist ja auch wohl einfacher, wie da rumstehen und rumnörgeln. Jammern hat noch nie was gebracht. So. Dann schauen wir noch ins soziale Umfeld rein. Wie geht's denn da weiter? Also soziale Umfeld oder wenn du jetzt schon Partner hast, dann wäre das auch dieser Bereich. Auch hier ist es gerade ein bisschen dunkel, sag ich jetzt mal. Da ist aber auch ein Lichtschalter, den du schon betätigen möchtest. Schauen wir mal, inwiefern. Okay, wenn du den Lichtschalter anschaltest, ist da quasi so eine Geburtstagsüberraschungsparty. Und da stehen dann ganz voll Leute, die dich feiern, die dich toll finden, die cool haben, also die wo einfach buzzen. Und das sagt mir einfach so, knipst das Licht wieder an. Feiert deine Party. Und dann kriegst du da Menschen, die zu dir passen, die wirklich zu dir passen und nicht irgendwie Dinge, die unter deinem Wert wären, und da kriege ich jetzt in der Partnerschaft rein. Das ist jetzt wohl für Menschen, die sich gerade getrennt haben oder gerade dabei sind, sich zu trennen, und das sind sehr viele momentan, ich krieg's mit in meine Readings, das sind wirklich nicht wenige, und auch da heißt es wirklich, komm aus dem Dunkeln wieder raus, hol die aus dem Sumpf wieder raus, knipst dein Licht an und feiert und genießt dein Leben und ja, man darf mal traurig sein und man darf auch mal sehnsüchtig sein und man darf da auch mal irgendwie ein bisschen wehmütig sein, aber nicht dauerhaft, weil dauerhaft kommst du da so in eine blöde Schleifen rein, die dich nach unten zieht. Das weiß ich aus Erfahrung, das will man nicht. Also knipst doch einfach das Licht wieder an, schau, was schon Schönes in deinem Leben ist, schau auf die Bereiche, die schon passen, da wo es schön ist, da wo du auch was machen kannst, da wo du vielleicht auch aktiv was verändern kannst und dann genießt es und dann geh da raus und feier deine Party, und jetzt sehe ich da auch noch einen Wagen dazu. Also da steht quasi vor diesem Raum, wo du jetzt das Licht angemacht hast, ein Wagen und da steht ein Sportwagen. Also heißt, selbe wie ich gerade schon gesagt habe, einsteigen, losfahren, Vollgas geben. Hier, nicht irgendwie Trübsal blasen, bloß weil irgendein Bereich noch nicht passt. Wenn ein anderer Bereich passt, dann sagt er das selber. Das Leben ist ein Ganzes. Es geht eigentlich nicht, dass ein Bereich cool ist und der andere nicht, weil normal ergänzt sich das ja immer, das weißt du aus deinem Leben. Und das ist jetzt, wenn es bei dir so ist, wirklich nur so, weil du dir das quasi nicht erlaubst auf allen Ebenen und weil du es nicht glauben kannst, dass das geht auf allen Ebenen. Aber das ist möglich, du weißt es aus deinem früheren Leben oder aus früheren Zeiten, dass die Bereiche eigentlich immer ähnlich waren. Und warum soll sie jetzt anders sein, bloß weil sie jetzt geschehen ist? Also, ich sage einmal, da stellst du es ein bisschen selber im Fuß, aber gut.
Das dürfen wir lernen. Das ist jetzt einfach die Woche auch gesagt, dass du das dir lernst, dass du dir in allen Bereichen das Glück erlaubst, dass du aber geduldig bleibst und da wirklich einfach vorwärts gehst. Und dann kommen eben auch neue Erfahrungen, neue Geschenke, neue Herausforderungen, all das, was das Leben wieder spannend macht und zu einem Abenteuer. Ja, das ist ja gerade das kriege ich gerade tatsächlich so, lass dein Leben wieder Abenteuer werden. Und bremst dir dann nicht selber aus mit irgendwelchen Gedanken, die du nicht brauchst. Jetzt guck ich bloß, ob da noch irgendwas kommt. Ne? Es ist wirklich so, komm wieder mehr aus dem Kopf raus und mehr ins Jetzt, mehr in den Moment. Leb im Moment und dann läuft es auch und dann gehst quasi vorwärts. Und mehr brauchst eigentlich nicht da. Außer dein Teufelchen in Schach halten. So, und das wird dir die Woche auf jeden Fall besser gelingen, weil wir üben das ja jetzt doch schon eine Zeit und dann wird das quasi immer besser werden. Und ich kriege jetzt auch gerade so rein, danke für die Info schon mal, weil das auch nochmal alles ein bisschen leichter macht, dass das in der letzten Zeit jetzt nicht so gut hingehauen hat, dass du da vielleicht immer wieder dem Teufelchen verfallen bist. Liegt dran, dass du da einfach nur Dinge quasi transformiert hast. Das hat nochmal kommen müssen. Und es ist aber quasi schon in Transformation, beziehungsweise es ist schon transformiert worden. Deswegen war das jetzt so ein bisschen ein Kaugummi die letzte Zeit, sag ich mal. Und das ist jetzt, ja, erlöst soweit. Und dann kannst du da wirklich weitergehen und ja, dir dann neue Themen anschauen, wenn da neue Herausforderungen kommen. Gut. Meine Lieben, Vollgas voraus, darf ich mal sagen, und hier nicht mehr stehen bleiben und raus aus dem Kopf, rein ins Herz und rein ins Leben. Gut. Dann am 23. März haben wir wieder ein Live-Channeling auf Facebook um 19 Uhr. Da bist du herzlich eingeladen. Da freue ich mich ja sehr, wenn da wieder ja, alle mit dabei seid. Und wenn du ein persönliches Reading brauchst, weil das jetzt vielleicht nicht so passt hat für dich, dann melde dich gern unter www.seelenzauber.info. Da bin ich gern für dich da. Ich habe auch im März jetzt tatsächlich noch Termine frei. Und ja, da bin ich ja jetzt auch gerade so ein bisschen dabei zum gucken, wie viel ich da so hinkrieg. Und also im März sind noch Termine frei. Ich sag's aber schon mal vorab, wenn der März voll ist, dann mache ich da erst einmal einen Terminvergabe Stopp rein. Ich wollte es nie machen, aber ich wollte auch nie YouTube-Videos machen und nie Telefon-Readings und weiß der Geier was. Insofern wurscht, wieder ein Ding, wo ich nie machen wollte und jetzt mache. Ich werde, wenn der März komplett voll ist, für April die Termine noch nicht vergeben, weil es einfach für mich nicht stimmig anfühlt, dass ich jetzt für April schon Termine vergibt, weil ich weiß nicht, wie mein Leben im April ausschaut. Ich weiß nicht, ob ich nicht dabei irgendwie mehr kann, mehr schaffe, ob ich da irgendwie dann schon weiter bin. Auch, wie gesagt, das weiß kein Mensch nicht. Darum finde ich es einfach momentan nicht stimmig, dass ich, wenn der März voll ist, für April Termine ausgib. Du darfst mir aber trotzdem gern anschreiben. Ich mache mir da gerade so eine Liste für die, die im April einen Termin haben wollen. Und da so wie es reinkommen wirst, kommst quasi dann auf die Listen rauf und Mitte, Ende März werde ich dann diese Termine vergeben. Ebenso der Reihe nach, wie sie reinkommen haben. Und das ist jetzt eine Warteliste. Ich weiß das, aber einfach bloß, weil ich die Termine jetzt noch nicht in den Kalender reinschreiben mache. Das machen wir dann, wenn der April ein bisschen näher ist. So, jetzt haben wir erst einmal Ende Februar und dann März. Und da freue ich mich auf den Märzausblick. Und wie gesagt, noch habe ich Termine frei für den März. Also, wenn du da noch einen Termin möchtest, dann melde dich bitte gerne. Und ja, unter Angebot auf meiner Homepage findest du alle Informationen, die du brauchst, wie ich arbeite, wie das alles abläuft, etc. pp. So, meine Lieben, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Besucht's mich gern auf Facebook oder Instagram und ich bedanke mich für jedes Like, jedes Abo, für jeden Kommentar. Ich bin total glücklich, dass ihr da so fleißig dabei seid und mich so unterstützt damit. Da einfach nochmal ein riesen Dankeschön meinerseits. Ich freue mich dann auf den Märzausblick. Da gucken wir dann, ja, die kommende Woche jetzt noch irgendwann rein. Weiß ich noch gar nicht, wann ich das mache. Und ja, und Weltgeschehen mache ich dann auch Ende Februar wahrscheinlich nochmal, Anfang März. Aber gucken wir mal. Gut, meine Lieben, ich danke euch recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Alles Liebe euch, einen wundervollen Start in die neue Woche und macht es gut dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.